Also, ich finde immer die Unterstellung, dass die DDR Bertolt Brecht missbraucht hat, völlig daneben. Bertolt Brecht ist überhaupt kein Typ, der sich missbrauchen lässt. Also, wenn schon, dann hat er die DDR genutzt, um bestimmte Dinge durchzusetzen, die sie ja nur deshalb gemacht haben, weil er Bertolt Brecht war. Also, er ist ja mehr der Typ einer besonderen Sprache, er ist der Typ einer besonderen Schärfe. Er mochte auch, glaube ich, den Jazz und hat eben solche Strukturen eingeführt mit seinem Berliner Ensemble. Und das musste die DDR alles hinnehmen und dulden. Nachher waren sie stolz drauf, aber ob die von Anfang an so begeistert waren, da mache ich mal eher ein Fragezeichen. Dann hat er die DDR-Führung ja noch sehr verärgert, weil er beim 17. Juni ihr vorgeschlagen hat, sich ein neues Volk zu wählen, wenn das bisherige nicht so reagiert, wie sie sich das wünschen. Deshalb ist er ja nie vollständig veröffentlicht worden in der DDR. Das hat mich geärgert. Ich habe dann geschenkt bekommen über die Tochter von Bertolt Brecht die Gesamt-Brecht-Ausgabe vom Suhrkamp Verlag. Deshalb hatte ich sie vollständig. War aber wieder ein kleines Privileg, während ja die anderen viele, viele Werke von ihm hatten. Aber wegen dieser einen blöden Zeile ist das niemals vollständig veröffentlicht worden. Das hat mich schon geärgert. Bertolt Brecht war 1990 natürlich erstmal ziemlich vorbei. Der Staatssozialismus hatte sich ja erledigt, damit auch die ganze Literatur scheinbar von Bertolt Brecht, auch Karl Marx wurde ja nicht mehr gelesen. Das hat sich inzwischen alles wieder geändert. Das ist auch interessant. Und zwar hat es sich deshalb geändert, weil es keine Systemauseinandersetzung mehr gibt. Staatssozialismus gegen einen zum Teil auch demokratisch verfassten Kapitalismus, da hat der Staatssozialismus eindeutig verloren, er ist gescheitert. Und nun fängt sich an, dieser demokratisch verfasste Kapitalismus zu verändern. Die soziale Ungerechtigkeit nimmt zu, ständig passieren wieder Kriege. Es gibt so viele Leute, die prekär beschäftigt sind oder im Niedriglohnsektor, die stellen wieder andere Fragen und auch drumherum, auch die Intellektuellen, alle stellen wieder andere Fragen. Und da fängt man wieder an, auf Bertolt Brecht ganz anders zu reagieren. Er wird jetzt viel häufiger gespielt, seine Texte spielen wieder eine größere Rolle. Und er ist ja jemand, der beides beherrschte. Eine durchaus scharfe, wenn man so will, auch kabarettistische Sprache, aber eben auch die Poesie. Er war ja auch ein großer Lyriker. Und deshalb liebe ich zum Beispiel zwei Sachen. Ich liebe sein Gedicht Was bekam das Soldatenweib? Das ist ja wirklich ganz schön. Von Land zu Land bekam sie immer was geschickt von dem deutschen Soldaten und zum Schluss aus Russland bekam sie eben den Trauerschleier, das man halt nie vergessen darf. Ich liebe sehr seine Fragen, zum Beispiel wirklich die Königen immer, die Könige, die großen Bauwerke errichtet haben oder ob es nicht doch ein paar Maurer gegeben hat, die da mitgearbeitet haben, wo er uns die Sprache vorführt, wie falsch wir eben sprechen. Aber ich liebe auch seine Elegien auf Buko in der Nähe von Strausberg, wo er gewohnt hat. Sehr schön, sehr lyrisch, auch mit einem fantastischen Verhältnis zur Natur. Ich glaube, er ist überhaupt ein richtig großer Schriftsteller. Und langsam zitieren ja auch die Konservativen ihn. Vielleicht benennen wir noch mal ein paar Straßen in Städten, die keine haben nach ihm. Vielleicht benennen wir ja so mal irgendwann mal eine Universität in Deutschland nach Karl Marx. Also ein paar Sachen stehen noch offen. Können Sie mir noch was zu Brecht und Frauen sagen? Zum Verhältnis von Bertolt Brecht zu seinen Frauen werde ich mich mit Sicherheit nicht äußern. Außer, dass er sich nie von Helene Weigel getrennt hat. Nun heißt ja unser Titel Brecht nicht mit Brecht, den man ja vielfältig verstehen kann, wenn wir jetzt mal vom Brechen ausgehen im negativen Sinne, also Brecht nicht, man könnte auch brechen hinsichtlich einiger Dinge, die ihn betreffen. Fällt Ihnen irgendwas Negatives zu Brecht ein? Also es gibt auch die Gewehre der Frau Carrar, die haben mir ehrlich gesagt nie so gefallen, aber das ist auch eine Geschmackssache, nicht der Inhalt, sondern die Form. Und das mag es geben, aber das spielt doch nicht die geringste Rolle. Er ist ein großer Schriftsteller. Vielleicht gibt es auch eine Zeile von Goethe, die nicht genial ist, aber insgesamt ist er ein großer Schriftsteller. Und wir sollten da nicht so kleinkariert rumdoktern, sondern einfach stolz darauf sein, dass wir eben auch solche Töchter und Söhne hatten, wie unter anderem eben Bertolt Brecht. Und dass der natürlich privat anders gelebt als andere, das weiß ich. Und das darf man auch in allen Büchern beschreiben, aber es sollte nicht der Maßstab seiner Beurteilung als Schriftsteller sein. Brecht verwendet in vielen seiner Gedichte das Wort Paradies. Wenn ich das mal so ganz laienhaft oder naiv äußern darf,
wie sähe denn Ihrer Sicht, Herr Gregor Gysi, das Paradies auf Erden im Rahmen der menschlichen Möglichkeiten heute aus? Wenn wir in jeder Hinsicht eine vollständig emanzipierte Gesellschaft hätten, wo also für alle Menschen Chancengleichheit herrschte und auch die Institutionen darauf ausgerichtet sind. Davon sind wir natürlich noch meilenweit entfernt. Aber Sie sehen schon an dem Begriff Paradies, wie jüdisch-christlich alle geprägt sind, auch Bertolt Brecht. Eine letzte Frage bitte und eine Bitte davor. Das müssten Sie kennen. Können Sie mal den ersten Absatz vorlesen und dazu nochmal Stellung beziehen? Da wurde ja. Also, zu dem Büchlein muss ich etwas sagen. Das ist hergestellt worden ohne mein Wissen und an mich überreicht worden bei meiner Verabschiedung als Fraktionsvorsitzender durch meine Fraktion. Und ich finde das wirklich witzig. Das meinten die natürlich auch als Provokation. Die haben das exakt so gemacht wie die Mao-Fibel. Bloß, dass da steht Worte des Vorsitzenden Gregor Gysi. Und dann ist ein Bild drin und darunter steht angeblich auf Chinesisch meinen Namen. Wenn ich meinen Chinesen treffe, lasse ich denen das vorlesen. Mal sehen, ob der dann wirklich Gregor Gysi sagt. Keine Ahnung. Wie dem auch sei, ich soll hier was vorlesen, was ich ja eigentlich gar nicht gerne mache. Aber ich mache es mal ausnahmsweise trotzdem. Er ist vernünftig, so dichtete Brecht über den Kommunismus. Und die wirklich schöne Vertonung durch Eisler unterstreicht noch einmal die Attraktivität des Vernünftigen. Es scheint mir keineswegs abwegig, dass Menschen, die eine hohe Meinung von der Macht der Vernunft haben und weil sie sich selbst auch für ganz patent halten, denken können, dass die Gesellschaft einfach nur nach Vernunftmaßstäben eingerichtet werden muss. Und dabei sind die, die sich für vernünftig halten, immerhin so vernünftig, sich eine nicht völlig bescheidene Rolle bei der Neugestaltung der Gesellschaft einzuräumen. Das ist die Aufklärung vom alten Schlag. Heute, im Zeitalter der postmodernen Hochnäsigkeit gegenüber der Aufklärung, bin ich zwar geneigt, die Aufklärung zu verteidigen, aber an diesem Punkt ist sie einfach angreifbar. Hegel und Marx haben das bereits so gesehen. Die knappe Formulierung aus den Feuerbach-Thesen, wonach die Aufklärer die Gesellschaft in einen aufgeklärten und einen aufzuklärenden Teil aufspalten, stellt klar, worum es auch geht, um den Machtwillen der Aufklärer. Wer den Erzieher denn erziehe, fragt Marx ironisch. Es ist klar, Kritik des Machtanspruchs ist ausgeschlossen. Ich möchte nur auf eine Schwäche hinweisen. Dass im reinen Gewande der Vernunft ein schierer Machtwille sich Bahn bricht, der Kritik nicht mehr zulassen kann. Es kann nun leider nicht geleugnet werden, dass auch Marxisten hier anfällig waren. Und es wäre einmal reizvoll, der Frage nachzugehen, wie viel oder wenig Marxismus schon in Marx steckte.